Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, ich wollte mich mal nach 4-5 Tagen wieder mit diesem Video bei euch melden. Ich habe es leider in letzter Zeit nicht geschafft, ein Video aufzunehmen. Vielleicht hört man es auch ein bisschen oder man sieht es auch schon ein bisschen. Mich hat es mega mit der Erkältung erwischt. Die letzten Tage war ich komplett flach gelegen. Jetzt geht es einigermaßen wieder. Genau, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür. Ich war eigentlich immer ziemlich gut im Flow. Ich habe zwei bis drei Videos die Woche immer rausgehauen. Meistens immer zwei. War auch ziemlich cool, aber ihr dürft es auch nicht vergessen, es ist ganz schön viel Arbeit zu Videos. Also Videos aufnehmen jetzt nicht, aber das Schneiden, das kostet echt viel Zeit. Und wenn ich da irgendwelche Effekte oder irgendwelche Desktop-Aufnahmen mache, das ist halt ein bisschen aufwendiger als jetzt hier so ein Real Talk Vlog. Und zwar wollte ich mit euch mal zusammen über das Thema Motorrad quatschen, weil mich hat wieder nicht nur einer, sondern mehrere Zuschauer gefragt: Hey Luis, kommen dieses Jahr Motorvlogs? Fährst du dieses Jahr wieder Motorrad oder gibt es dein Motorrad noch oder hast du irgendwas anders geplant? Und ich wollte mit euch ein bisschen drüber quatschen, weil ihr wisst ja, auf meinem Kanal geht es ja hauptsächlich um Musik. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, also die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen ja, ich habe auch ab und zu mal so kleine Motorvlogs gemacht mit meiner Suzuki, weil ich leidenschaftlich sehr, sehr gerne Motorrad fahre. Bloß, genau, jetzt haben wir den 10.3. Das heißt, ich hätte am 1.3. hätte ich offiziell wieder fahren können. Erstens war das Wetter echt scheiße, also zumindest bei uns. Es hat nur geregnet, es war windig. Ja, es war einfach kein Wetter, um Motorrad zu fahren. Und da wollte ich mit euch einfach mal ein paar Fragen durchgehen. Wie es jetzt da aussieht, habe ich das Motorrad noch oder habe ich schon was Neues? Es hat sich ein bisschen was verändert, das habe ich leider nicht filmen können oder wie gesagt, ich war ja krank. Aber genau, Nummer 1, erstmal vielen, vielen Dank für die Nachrichten auf Instagram. Ich war auch da jetzt längere Zeit nicht aktiv, ich glaube jetzt vor 6 Tagen war mein letzter Post oder so. Ja, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, ich habe auch keine Fotos irgendwie schon vorher gemacht, die ich dann im Laufe der Zeit hochladen kann, sondern ich mache es meistens immer so, ich shoot hier mich selber halt im Studio, wo ich denke, das wird ein geiles Foto. Apropos, so sieht es jetzt aus, das habe ich euch ja im letzten Video gezeigt. Ich bin mega happy, Leute, das sieht echt geil aus mit der Beleuchtung hier an den Absorbern. Wie gesagt, ich war ja flach gelegen, also ich war ja komplett krank. Ja, zum Thema Motorrad, ihr seht es hier schon, das ist mein guter Motorradhelm, den kennt ihr schon aus den Motorvlogs. Die Leute, die die Motorvlogs noch nicht gesehen haben, ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal schauen. Da sind ziemlich weit unten ein paar Motorvlogs, wenn es euch interessiert. Ich will auch jetzt hier auf dem Kanal nicht der Motorvlogger werden, sondern ich habe euch ja gesagt, ich werde Videos bringen, die mir Spaß machen. Das, was mir Spaß macht, werde ich hier hochladen. Und ihr wisst, oder die Leute, die es nicht wissen, ich habe Bock auf Motorradfahren, ich liebe Motorradfahren. Ich habe extra einen Führerschein gemacht, deswegen werden hier in Zukunft auch Motorvlogs kommen. Ja, somit haben wir die erste Frage schon beantwortet. Ja, es hat sich, wie gesagt, etwas getan mit meinem Motorrad, weil ich habe sie verkauft. Es war wirklich sehr, sehr spontan, Leute. Also ihr müsst überlegen, ich habe ja in dem letzten Video, wo ich einen Vlog, also einen Motorvlog gemacht habe, habe ich ja schon gesagt, oder im Titel auch reingeschrieben, meine letzte Fahrt, weil ich sie unbedingt verkaufen wollte, obwohl es mir ja schweren Herzens sehr weh tut, weil ich bin jetzt 3 Jahre mit der gefahren. Es war mein erstes Motorrad, wirklich ein Traummotorrad für mich, 98 PS, 600 Kubik, Naked Bike, brutal. Ich habe ein bisschen was verändert, ich habe Sportlenker dran gemacht, ich habe Brems- und Kupplungshebel erneuert, ich habe wirklich, ich glaube, 300 Euro nochmal investiert. Gut, ihr müsst immer damit rechnen, wenn ihr dann sowas wieder verkauft, auch am Auto oder so, ihr bekommt dieses Geld nicht mehr zurück. Das war mir aber bewusst, aber in der Zeit, wo ich sie gefahren habe, wollte ich einfach ein bisschen sportlicher unterwegs sein. Deswegen habe ich gesagt, hey, ich investiere das Geld jetzt gerne in so ein Motorrad, um auch ein bisschen mehr Spaß daran zu haben. Und ja, mir macht es einfach auch Spaß, da ein bisschen rumzuschrauben, obwohl ich eigentlich kein Händchen dafür habe. Aber ich denke mal, so ein Lenker oder Kupplung und Bremshebel zu erneuern oder zu wechseln, ist jetzt keine große Kunst. Genau, also wie gesagt, Motorrad ist verkauft, schweren Herzens. Kurze Story dazu. Also wie gesagt, das Video wird wahrscheinlich echt nicht lang. Und ich weiß gar nicht, wo ich euch abstellen soll. Am besten hier. Ja, kurze Story dazu. Ich habe sie ins Internet gestellt. Über Preise will ich jetzt aber auch nicht reden, weil ihr wisst ja, im Internet um Preise oder um Geld ist immer so problematisch. Deswegen, ich kann euch nur sagen, ich habe sie zu einem sehr, sehr guten Kurs verkauft.
wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Und also nochmal kurz zurück, ich habe sie ins Internet gestellt für den und den Preis. Dann war sie ungefähr 2,5 Wochen, 3 Wochen im Netz. Dann dachte ich mir so, gut, ich habe keine Anfragen bekommen, tue ich sie halt mal ein bisschen reduzieren, tue den Preis ein bisschen senken und zack, also ich habe einen 100 darunter gesetzt, zack kam die erste Nachricht an einem Mittwoch, hey Luis, kann ich mir die Maschine mal anschauen? Am Donnerstag, also einen Tag danach, nach der Arbeit, ich so, kein Problem, komm vorbei. Ich habe sie zum Glück ja noch letztes Jahr, also in der, wo ich sie eingewintert habe, habe ich sie nochmal richtig schön poliert, schön geputzt, alles nochmal erneuert, Ölfilter gewechselt, Öl selber gewechselt, hier und da ein paar Kleinigkeiten geändert. Ja, dann habe ich sie bei uns raus auf die Straße gestellt. Dann hat sich der, also kam er mit einem Kollegen vorbei und hat so gemeint, so, ja, echt schick, schönes Motorrad, habe ich auch schön hergerichtet. Das andere war, ich hatte ja nicht nur die normale GSR 600, sondern die Yoshimura Edition. Wenn jetzt unter euch ein paar Motorradfahrer sind, vielleicht kennt der ein oder andere diese Edition. Ich hatte halt anderen Auspuff, ich hatte das kurze Windschild. Das war halt alles so in dieser Edition oder in dieser Sonderedition dabei. Genau, dann hat er sich die angeschaut mit seinem Kollegen, mit dem er halt da war. Und hat halt dann gesagt, so, ja, hast du Serviceheft gemacht? Habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Dann hat er gefragt, ja, TÜV, habe ich gesagt, nagelneuer TÜV drauf. Dann ging es halt los. Natürlich als Käufer sucht man immer Fehler. Er hat natürlich gesagt, wie sieht es mit der Kette aus? Habe ich gesagt, läuft einwandfrei. Sein Kollege hat gemeint, der seit über 40 Jahren Motorrad fährt. Vielleicht sieht er das Video irgendwann mal. Ja, Grüße gehen raus, bist echt ein korrekter Typ. Oder ihr zwei wart's korrekte Typen. Hat er dann gesagt, ja, die Kette muss erneuert werden. Dann habe ich mit dem Argument geantwortet, so, du, das ist ein ganz normaler Verschleiß wie beim Auto. Du fährst auch nicht das Auto 10 Jahre oder sagen wir mal 3 Jahre ohne irgendwas mal gewechselt zu haben. Hat er auch dann verstanden. Natürlich sucht man sich dann irgendwelche Punkte, Lackbeschädigungen, Rost, Unfallschaden hatte ich aber zum Glück nicht, Kratzer, was weiß ich, sucht man natürlich, um den Preis ein bisschen zu drücken. Luis ist aber nicht dumm. Ich habe durch einen Kollegen, der arbeitet im Autohaus, habe ich ein bisschen was gelernt. Hat er mir ein bisschen was beigebracht. Und zwar, jetzt haltet euch fest, Leute. Und zwar haltet euch fest, es ist so eine geile Story. Genau jetzt muss ich wieder schneuzen. 2000 Jahre. So, diese scheiß Männerkrippe. Genau, zurück zum Thema. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, so, ja, wie viel ich bereit bin, runterzugehen vom Preis. Dann habe ich ihm gesagt, ja, 200 kann ich dir entgegenkommen, was eigentlich schon sehr, sehr gut ist. Wollte ich ihm schon die Hand geben, habe gesagt, hier, für den und den Preis kannst du mitnehmen sofort oder gehört sie dir. Und er so, nee, ist mir zu viel. Habe ich gesagt, so, ja, was würdest du denn zahlen? Klar muss man sich immer ein bisschen entgegenkommen, er hat einen Preisvorschlag, ich habe einen Preisvorschlag. Dann sagt er so, ja, den und den Preis. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, so nett du auch bist, so korrekt wie du auch bist, kann ich sie nicht verkaufen, weil das tut mir selber weh und die steht da wie eine 1. Also ich habe wirklich alles neu gemacht, was heißt alles, geputzt, wirklich, da war ich glaube ich 3 Stunden, fangen wir nicht an zu lügen. Ich war ungefähr 3 Stunden damit beschäftigt, sie richtig zu putzen, zu polieren. Ich habe, wie gesagt, Öl gewechselt, ist jetzt kein großer Aufwand, aber muss man auch mitrechnen, da steckt man natürlich auch wieder Zeit rein. Ja, dann sagte er einen Preis, dann habe ich gesagt, tut mir leid, da fahre ich sie lieber selber. Hab das Motorrad genommen, Leute, haltet euch fest. Ich habe sie draußen auf die Straße gestellt, das Motorrad genommen, habe es langsam in die Garage wieder geschoben und habe gesagt so, gut, dann fahre ich morgen. Weil morgen, also Donnerstag war er da, am Freitag war der 1. März, ich habe ja Saisonkennzeichen 3 bis 11, also März bis November. Habe sie reingeschoben, dann er so, hey, stopp, was machst du? Und ich so, ja, ich fahre sie rein, weil mit dem Preis kommen wir nicht ins Geschäft, weil das ist mir einfach zu wenig. Ja, wir können ja noch verhandeln. Dann habe ich gesagt, ja. Dann komm mir mal ein gutes Stück entgegen, weil das war kein guter Preis, den du mir da vorgeschlagen hast. Dann hat er gesagt, ja, den und den Preis. Ne? Wie gesagt, dann fahre ich sie lieber selber. Ich musste sie nicht ganz dringend verkaufen. Ich wollte sie zwar verkaufen, aber war kein Zwang. Oder ich war jetzt nicht in Geldnot, wo ich gesagt habe, ich muss sie jetzt dringend verkaufen, um jetzt irgendwelche Schulden abzuzahlen oder so. Sondern ich wollte sie verkaufen, weil nach 3 Jahren einfach bei mir so im Kopf war, hey, jetzt muss mal was Neues her oder schau dich mal um. Dann haben wir so lange rumdiskutiert und rumgehandelt. Echt korrekter Typ gewesen, wie gesagt. Und dann haben wir uns auf den Preis geeinigt. Dann sagt er so, er wird sie gleich mitnehmen. Und ich so, hä? Wie gleich mitnehmen? Ich habe noch nicht mal einen Kaufvertrag. Ich habe noch gar nichts fertig. Hat er gesagt, ja, er hat einen mitgenommen. Haben wir uns dann drinnen an den Tisch gesetzt.
mit den Unterlagen, mit dem Fahrzeugschein, mit dem Fahrzeugbrief und alles. Wie gesagt, TÜV hat er auch noch gehabt. Ja, wie gesagt, dann haben wir das unterschrieben. Ich war komplett überrascht, dass er sie gleich mitnehmen wollte. Seid aber nett zu den Käufern, wenn ihr was verkaufen wollt. Und fangt es nicht an, irgendwelche übertriebenen Preise zu machen. Ich habe mich natürlich auch im Internet recherchiert. Wo ist jetzt gerade diese Maschine vom Preis her? Was kann ich verlangen? Wie viele Kilometer haben die? Wie teuer ist die? Also ihr müsst euch natürlich auch ein bisschen informieren. Und im Endeffekt habe ich sie verkauft, sehr, sehr spontan. Er hat sie gleich im Anschluss mitgenommen. Ich konnte gar nicht Ciao sagen, weil es tat mir schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Wenn ihr überlegt, das war meine erste Maschine nach meinem Führerschein. Ich bin Touren gefahren. Ich habe jetzt in 2,5, 3 Jahren 10.000 Kilometer gefahren. Ist eigentlich gar nicht so viel, muss ich sagen, aber sie hat Spaß gemacht. Sie hatte halt, was ich auch gesehen habe oder gemerkt habe, kein ABS. Deswegen werde ich mir eine neue Maschine natürlich kaufen mit ABS. Das ist bei mir Pflicht, weil umso sicherer, umso besser. Aber was kommen wird, Leute? Ich will noch nicht zu viel verraten. Es wird was kommen und es wird mega, mega heftig. Ihr wisst, ich habe jetzt eine Drohne. Ich habe diese kleine Kamera. Aus der kleinen Kamera kann man, glaube ich, richtig geile Videos drehen. Nicht nur Vlogs wie hier, aber so kleine Bike-Porns, Car-Porns. Kurz zurück zum Helm. Diesen Helm kennt ihr schon. Ich kann euch ja nochmal kurz sagen, wie ich damals die Motor-Vlogs gemacht habe. Also hier, ich weiß gar nicht, von welcher Marke der war. Ich glaube, da habe ich 120 Euro gezahlt. Spart bitte nicht zu wenig Geld für die Sicherheit an euch selber. Ich habe eine Lederkombi, ich fahre nur noch mit Lederkombi. Gut, wenn ich mal in der Stadt bin, dann ist es was anderes, aber trotzdem sollte man mit Lederkombi fahren oder mit einer Schutzkleidung. Ich wollte euch nur mal kurz das Update nochmal zeigen, wie ich hier meine GoPro befestigt habe. Das heißt, ganz normal hier so einen Winkel angeklebt mit diesen GoPro-Adaptern und war ein bisschen ja, kompliziert. Hier an der Seite befindet sich der Mikrofonadapter für die GoPro. Oder? Die habe ich auch hier. Das heißt, ich habe sie hier ganz normal, wenn es scharf stellt, genau hier ganz normal im Case. Steckt es dann hier oben so rein, macht es fest. Und hier an der Seite habe ich euch ja schon mal gezeigt. Fokussier jetzt. Müsst ihr diese Schutzkappe abmachen, um dann dieses Kabel zu befestigen. Hier ist mein Mikrofon. Zahlmann-Mikrofon. Ich glaube 6 Euro, Leute. Und diese Qualität. Fokussier jetzt. Diese Qualität von diesem Mikrofon ist ultra krass und für den Preis, Leute, ich glaube 6 bis 8 Euro. Ich mache es halt immer so, ich schiebe mir das immer hier unten rein in dieses Netz und dann fliegt es wieder raus. Nein, Spaß. Ich muss mir da auch noch eine Lösung einfallen lassen. Wenn ihr wisst, wie ich das am besten befestigen kann, könnt ihr mir gerne wieder unten in die Kommentare schreiben. Da kommen immer zahlreiche Tipps, das ist echt ultra geil von euch. Also wie gesagt, ich tue das immer hier unten rein, mein Mikrofon klemme ich dann auch immer rein und so starte ich meine Motovlogs. Apropos Adapter, ihr könnt ohne diesen Adapter keinen Ton über die GoPro aufnehmen. Und das finde ich richtig scheiße, muss ich ehrlich mal sagen, weil ihr müsst überlegen, diese Kamera hat damals 300 Euro gekostet, die Hero 5. Normalerweise gibt es ja dann immer Firmen, die bieten dann wie bei Kopfhörer immer so günstigere Versionen an. Aber es gibt keinen Anbieter, ich weiß nicht, warum GoPro da gesagt hat, nein, es gibt keinen Anbieter, die diesen Adapter zur Verfügung stellen für weniger Geld. Ich habe für diesen Adapter 63 Euro bezahlt. Der war eigentlich schon so gut wie ausverkauft. Dazu gibt es ja auch schon ein Video von mir. Ich habe lange gesucht, dass ich Motovlogs machen kann, beziehungsweise einen schönen Ton damit aufnehmen kann. Genau, das war's jetzt eigentlich mit diesem Video. Ich hatte viele Nachrichten, es haben mich echt viele angeschrieben, wann denn Motovlogs kommen. Ich kann es leider nicht machen, weil meine Maschine verkauft ist. Das Gute daran ist, das Wetter spielt auch gerade nicht mit, deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit, mich umzuschauen für ein neues Motorrad. Es wird auf jeden Fall ein neues kommen. Das steht auf jeden Fall fest, weil ich habe den Führerschein nicht umsonst gemacht. Ich liebe Motorradfahren. Ich habe so viele Freunde, die Motorrad fahren. Ja, mit der Drohne, mit der Kamera, mit der GoPro. Werden, glaube ich, richtig geile Videos kommen, Leute. Deswegen seid gefasst. Abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr, wenn ein neues Video kommt. Ich weiß, war jetzt nicht mehr regelmäßig. Wie gesagt, das meiste, der Grund war, ich bin ein bisschen erkältet. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, habe ich glaube ich schon gesagt. Könnt ihr trotzdem nochmal tun. Und in diesem Sinne, Leute, bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.